Moin, wir haben heute das HP Elite Dragonfly im Test und wollten sehen, ob sich das neue Luxus-Convertible von HP gegen die etablierte Konkurrenz von Microsoft behaupten kann. Top-Features der Dragonfly sind zum einen der Akku, der soll bis zu 24 Stunden halten. Dazu ist es extrem leicht, es wiegt hier gerade mal 1 Kilo oder sogar ein bisschen weniger. Und es ist mit Business-Features satt ausgestattet. Unter anderem habt ihr hier LTE. Kommen wir zuerst mal zum Design und zur Bedienung. Die wussten mich beide von Anfang an zu überzeugen, insbesondere die Farbe hat es mir angetan. Die soll an die Tiefe der Ozeane erinnern und tatsächlich hat HP hier Meeresplastik recycelt. Aber auch sonst die Haptik fand ich persönlich ziemlich geil. Die Oberfläche ist leicht angeraut und oleophob beschichtet. Das bedeutet, dass Fingerabdrücke nicht so leicht drauf bleiben und ihr könnt sie dann ganz einfach mit einem Tuch abwischen und es nervt dann auch nicht mehr anschließend. Kommen wir mal von der Optik zur Funktion. Und zwar, wenn man es hier nimmt und in den Tablet-Modus bewegt, ist es zum einen sehr flach und zum anderen wird es auch von Magneten hier in Position gehalten. Man merkt also, HP hat sich Gedanken gemacht. Typisch für ein Convertible mit 360 Grad Scharnier habt ihr hier 4 Modi zur Auswahl. Der erste ist natürlich ganz klar der Laptop-Modus, dann gibt es natürlich noch den Cinema-Modus, den Tablet-Modus, in dem ich es gerade jetzt halte, und dann auch noch den Zelt-Modus. Ihr merkt schon, Stichwort ist hier die Flexibilität. Sowohl im Meetingraum, als auch im Flieger, als auch auf der heimischen Couch könnt ihr es euch mit der Dragonfly wirklich richtig easy bequem machen. Und ich sage immer die Dragonfly. Das liegt daran, dass Dragonfly auf Englisch Libelle heißt. Und ja, so würde ich die Kleine auch bezeichnen. Die Einsatzszenarien sind natürlich klar für den Laptop und den Tablet-Modus. Aber den Zeltmodus könnt ihr zum Beispiel beim Frühstückstisch gut benutzen, wenn ihr es einfach dann auf den Tisch stellt und alle gucken drumherum. Das größte Manko, was ich persönlich beim Design gefunden habe, sind die Füße. Die sind hier so länglich angeordnet und wenn eure Oberfläche nicht komplett gerade ist, rutscht die Dragonfly manchmal beim Schreiben nach vorne. Wenn es denn dann mal klappt, ist Schreiben aber echt eine Wohltat, weil die Tastatur ist meiner Meinung nach die beste, die man derzeit in einem Convertible kriegen kann. Es macht darauf einfach richtig Spaß, auch längere Texte zu schreiben. Ihr habt einen richtig guten taktilen Druckpunkt. Es ist nicht zu kurz. Die Tasten sind überhaupt nicht schwammig. Mir hat es extrem gefallen. Auch bei den restlichen Eingabegeräten gibt es eigentlich wenig auszusetzen. Ihr bekommt einen super responsiven Touchscreen und dann auch den Precision Pen. Und der bisherige Klassenprimus ist da für mich der Microsoft Surface Pen gewesen. Denn dieser hier ist noch responsiver. Beim Schreiben, beim Kreativarbeiten habe ich damit einfach noch ein direkteres Feedback gehabt. Genau wie der Surface Pen bietet auch dieser hier 4096 Druckstufen. Mit dem könnt ihr ganz einfach in Dokumenten oder auch in Kreativarbeiten leicht markieren, euch Notizen machen. Einziges kleines Manko dabei ist, beim Surface Pen könnt ihr den einfach umdrehen und damit wegradieren. Bei dem hier geht das leider nicht. Ebenfalls sehr gut geworden ist das Touchpad. Das ist ein Microsoft Precision Touchpad, hat eine sehr schöne Oberfläche und ist vor allem auch richtig schön groß. So oft werdet ihr das Touchpad aber gar nicht benutzen, denn der Touchscreen hier ist auch super responsiv, löst in 1080p auf und hat auch bis zu 1000 Nits Helligkeit in unserem Fall. Ich habe eben in unserem Fall gesagt, weil es gibt das Modell mit 3 Display-Varianten. Wir haben hier das super helle 1000 Nits Display mit SureView, das ist noch ein Privacy-Feature. Dann gibt es auch noch eins mit 1080p und 400 Nits. Und für die Profis in der Bildbearbeitung gibt es noch ein 4K-Screen mit einer noch weiteren Farbraumabdeckung und 550 Nits. Für mich persönlich ganz wichtig sind die Farbraumabdeckungen und da bietet das HP Elite Dragonfly 81% im Adobe RGB-Farbraum und 98% im sRGB-Farbraum. Das bedeutet, dass ihr damit auch unterwegs ganz gut mal Bilder bearbeiten könnt. Wir hatten hier das super helle Modell im Test, konnten ihm allerdings nicht die versprochenen 1000 Nits entlocken. Im Test hatten wir 550 gemessen. Wahrscheinlich erreicht ihr die 1000 Nits dann im Park oder unter der Sonne. Trotzdem wäre es natürlich cool, wenn man das per Knopfdruck einstellen könnte. Kommen wir zu den Anschlüssen und da geht eigentlich nicht mehr, als HP hier verbaut hat. Ihr bekommt hier einmal USB Type A, zweimal USB Type C, einen vollwertigen HDMI-Anschluss, damit ihr auch in Meetings mal einen Beamer dranhängen könnt. Und dann auch noch natürlich einen Anschluss für Mikrofon und Headset. Das steht für die krasse Mobilität des Gerätes, denn ihr bekommt die neuesten Anschlüsse in Form von USB Type-C, ihr bekommt Legacy-Anschlüsse in Form von USB Type-A und HDMI, mit denen ihr wirklich alles abdeckt, was derzeit so vorhanden ist. Und, habe ich noch gar nicht gesagt, ihr bekommt einen Nano-SIM-Slot, mit dem ihr dann ganz einfach eine Nano-SIM reinstecken könnt und überall ins Internet kommt.
Kleines Manko für Grafiker und Fotografen bei den Anschlüssen ist der fehlende Card Reader. Gehen wir nochmal auf USB Type-C ein, denn mich persönlich begeistert die Thunderbolt 3-Fähigkeit des Gerätes. Damit könnt ihr ein richtig cleanes Setup schaffen, indem ihr ganz einfach zu Hause euch eine eGPU hinstellt, das Notebook daneben stellt, es anhängt und ihr bekommt eine Creator-Maschine oder eine Gaming-Maschine damit. Zugegeben, das macht jetzt nicht jeder, aber was wirklich was bringt, ist die andere Fähigkeit von USB Type-C, indem ihr es nämlich darüber laden könnt. Hängt da einfach eine Powerbank dran oder dieses doch relativ schmale Netzteil, was HP euch mitgibt, und braucht euch eigentlich eine Woche lang nicht in der Zivilisation blicken lassen, denn der Akku ist auch überragend. In unseren Tests hat er bei 200 Nits, das waren 57% Displayhelligkeit, immerhin 15 Stunden durchgehalten. Und wir haben das nicht einfach nur so stehen lassen, nein, wir haben darauf auch wirklich gearbeitet, mit Photoshop, YouTube-Videos geschaut, geschrieben, und trotzdem hielt es über 15 Stunden. Das ist mehr als doppelt so lang als viele andere Geräte dieser Kategorie. Gerade die Microsoft Surface-Familie hat da ihre wirkliche Achillessehne bei der Akkulaufzeit. Insgesamt können wir jetzt erstmal eine Zwischenbilanz ziehen. Das Design ist wirklich hervorragend, aber die Füße halten nicht ganz. Das Display ist super hell, aber nicht so hell wie versprochen. Und die Anschlüsse sind fast alle vorhanden, aber ein Card Reader ist nicht dabei. Aber eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet, und zwar die, dass sich die Dragonfly vor allem an Business-Anwender richtet. Dafür hat sie dann auch noch eine Menge Business-Features und Privacy-Features mit an Bord, und die gucken wir uns jetzt an. Zum einen gibt es hier den recht gut platzierten Fingerprint-Reader und als besonderes Feature das SureView-Display. Ihr drückt einfach auf einen Knopf und euer Nebenmann kann dann nicht mehr sehen, worauf ihr gerade guckt. Auch bei der Webcam geht HP auf Nummer sicher und hat hier einen mechanischen Schalter verbaut, um diese zu verdecken. Die Business Features bringen mich dann auch zur Wahl des Prozessors. Und hier werden dann viele sagen, 8. Generation, warum denn das? Es gibt doch mittlerweile schon die 10. Aber die 8. ist leider die einzige, die bis heute V-Pro-fähig ist. Für euch ist das nicht weiter relevant, denn leistungstechnisch nehmen sich die 8. und die 10. Generation nicht viel bei Intel. Aber für das IT-Management bei euch ist V-Pro das ausschlaggebende Feature. Reden wir noch mal kurz über die Performance, und zwar liefert die Dragonfly hier ordentlich ab. Ihr bekommt hier einen komplett ausgestatteten mobilen PC mit einem hochtaktenden 4-Kerner mit 8 Threads, also auch Multitasking gar kein Problem. Neben der sehr flotten CPU habt ihr dann noch 8 bis 16 GB RAM und bis zu 2 TB von einer sehr, sehr schnellen SSD. Das hat dafür gesorgt, dass ich mich zumindest in allen Anwendungsfällen sehr performant unterwegs gefühlt habe. Eins noch für die Gamer in Anzug und Krawatte: wirklich zocken könnt ihr damit nicht. Es sei denn, ihr hängt eine eGPU dran, dann geht einiges. Kommen wir noch kurz zur Lautstärke und der Kühlung. Das Ding ist fast unhörbar, also außer ihr geht wirklich ganz nah mit dem Ohr ran. Also ihr habt super viel Leistung, aber die wird auch ordentlich gekühlt und ist dabei noch leise. Kommen wir noch kurz zum Sound, und der ist für den Formfaktor mehr als ordentlich. So ein Convertible hat keinen großen Resonanzkörper, das heißt, Bässe solltet ihr nicht unbedingt erwarten, aber die Höhen und die Mitten spielen gut auf. Ihr habt 4 Lautsprecher verbaut, Bang & Olufsen Branding, das muss jetzt erstmal nicht viel heißen, aber es wird ordentlich laut. Nur so ab 70% wird es dann leicht beißend in den Ohren, wenn mal längere Gitarrensoli anstehen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die HP Elite Dragonfly klein ist, handlich, ordentlich Power bietet, viele Möglichkeiten, was die Anschlüsse angeht oder die Aufstellung. Es fällt mir echt schwer, sie wieder herzugeben. Die Libellepunkte dort, wo sich Microsoft eben Schwächen leistet, und zwar beim Akku. Gerade die lange Akkulaufzeit und der zusätzliche Nano-SIM-Steckplatz bieten nochmal einen ganz anderen Mobilitätsfaktor als Microsoft Surface-Reihe. Genau wie bei der Surface-Familie bekommt ihr hier also ein absolutes Premium-Produkt, was allerdings im Fall der HP Elite Dragonfly heißt, dass sie die Business-Features noch weiter nach vorne stellt. Das Display bietet euch mit SureView Privacy-Functions, die Eingabegeräte sind überragend und ganz wichtig, der Akku reicht auch für Workaholics locker aus. Das heißt, wenn ihr selber Chef seid, holt euch das Ding. Wenn ihr Mitarbeiter seid, überredet euren Chef, denn hiermit könntet ihr echt produktiver sein. Das war's von meiner Seite zum HP Elite Dragonfly. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich muss das gute Gerät jetzt leider wieder abgeben, freue mich aber darauf, euch beim nächsten Mal mit was anderem wiederzusehen.